Hier seht ihr die gelben Flaggen. Das sind alles von uns befreite Sklavenvölker. Nein, das sind alles unsere Inseln. Drei Stück haben wir jetzt eingenommen. Wir haben einmal hier zu unserer Linken, das wird jetzt eine Sightseeing-Tour, zu unserer Linken sehen wir die Erzmineninsel. Befreit von No Game No Life meinerseits. Im Jahre 2023. Direkt vor uns das Parkhaus. Freigeschossen. Kann man so sagen. Ja. Und rechts die erste kleine Insel, die wir eingenommen haben und uns gefreut haben wie Schneekönige, als wir da irgendwie zwei Erzknoten gefunden haben. Jetzt mittlerweile sind wir schon am Überlegen, unsere Base zu verstärken mit Wänden, weil wir nicht wissen, wohin mit dem ganzen Metall. Ha! So kann es nämlich auch gehen. Ja. Aber beim letzten Mal haben wir hier das Parkhaus geklärt, befreit und uns gerecht unsere Sachen zurückgeholt. Und siehe da, es ist einfach so viel Loot da. So viel. Ja. So viel Munition. Munition, Metall. Wer schießt denn da? Ich. Warum? Kein aus Spaß. Weil da so viel Munition ist, oder was? Ja. Also das ist schon echt ein Brocken gewesen, aber wenn ihr jetzt denkt, wow, wenn sie das schaffen, schaffen sie auch alles an. Nein, das glaube ich nicht. Der High Hunter, alias No Game No Life, hat in der Zwischenzeit noch einen Rüstungstisch gebaut. So für Polizei. Und einen Reparaturtisch. Der ist richtig nice, der braucht keine Materialien, da geht ihr ran, drückt wie mit Knacker und alles wird automatisch repariert, was ihr im Inventar habt. Hervorragend. Ich sehe mittlerweile aus wie so ein Undercover-Typ von der SWAT. Ja. Und der High Hunter hat zum Glück endlich mal seine Leopardenstiefel abgelegt. Naja. Hast du immer noch an? Ich ziehe die manchmal wieder an, weil die halt einen Lusto mehr gibt als die anderen Sachen. Ja, ganz toll. Achte auf die du achtest auf dich und dein Aussehen, ne? Deswegen. Nee, auch nur auf die Lust. Also mit anderen Worten, er zieht sich manchmal gerne die Leopardenstiefel an, wenn keiner hinguckt. Das macht er sonst auch mit dem Rock und so. Gar nichts. So, du legst da an. Okay. Ja. Ich bin wie immer hier bei dem großen Schild. Gut. So. Alles mit. Bäumchen und so lassen wir erstmal stehen. Wir haben uns nichts getan. Das stimmt. Nur mir. Er macht erstmal das alles kaputt. Würde ich gerne. Wieso noch beide sitzt? Sind da immer noch Sachen von dir? Ja. Na. Leder. Siehst du? Brauchen wir Leder auch nicht mehr. Nö, nur viel Leder ist so gut, aber die gibt's. So. Da fliegt ein doch glatt. Kiste. Ja. Komplette Ding ist hochgeflogen. Jetzt kann ich durchlaufen. Jetzt ist es weg. Was für Kisten? Ich habe richtig viele Metallkisten so noch. Gummi. Schon gar kein Platz mehr für Gummi. Ich bin schon voll. Es ist? Ja. Komisch. Naja, ich spiele ja auch nicht rum. Ich habe keine Zeit dafür. Ich arbeite ja. Weißt du? Ja. Okay. Ja. Hier ist noch ein Rucksack. Deine Sachen, ja. Nimm ich mal mit. Eine Fackel. Ja. Okay. Hat den Vorteil, dass man nachts auch was sieht. Ja, dann nimm deine Sachen mal gleich mit.
So. Ich sag mal so, ich denke, wir werden hier bestimmt 2-3 Mal noch fahren müssen. Ja. Dann werden wir uns ein wenig um die Base kümmern. Richtig? Ja, machen wir. Das brauche ich alles, das brauche ich nicht. Und dann geht das weiter, Kinders. Also, bis gleich. So, was macht der ordentliche Pirat? Er geht handeln. Ha. Nein, wir haben so viel Sachen mittlerweile jetzt. Diamantenringe, Zippos und Schallplatten, Weine, Zigarren. Und alles. Da wollen wir jetzt einfach mal schauen, was wir damit handeln können. Der das ist ja gar nicht der Posten. Nee, das ist der nächste Posten, den wir einnehmen wollen. Weil der High Hunter hat uns ein Repetiergewehr gebastelt. Aber nicht jetzt. Wir wollen erst. Ja. Ich hab den komplett im Kopf geschossen. Wir wollen jetzt erstmal zum Handelsposten. Wir haben ja die letzte Insel noch nicht mal geklärt. Komm, Jung. Okay. Lass die Menschen leben da. Da gehen wir noch früh genug hin. Okay. Sag nicht 1000 Mal okay und schieß trotzdem. Wo war jetzt nochmal der Handelsposten? Ich glaube da hinten, oder? Auf die Karte gucken. Das soll helfen. Bei der Neptun. Also ein bisschen nach rechts. Keine Ahnung, sag ich nicht. Wir wollen zum Handelsposten. Und mal schauen, was wir da tauschen können gegen unsere ganzen Diamantringe. Zippos, Zigarren, Wein, Schallplatten. Vielleicht finden wir ein paar Baupläne, die uns mal weiterbringen. Ja. Interessant sind für uns. Ja, High Hunter hat irgendwas von farblichen Wänden erzählt. Ja. Er möchte gerne die Base anmalen in rosa oder so, keine Ahnung. Hey. Ich bin da eher pragmatisch unterwegs. Ich hätte dann schon gerne irgend sowas wie geile Knarren, fette Rüstung. Machen wir. Ja, was haben wir noch gemacht in der Zwischenzeit? Wir können jetzt unsere eigenen Batterien herstellen. Habe ich recht? Ja, erforschen noch. Oder erforschen, weil wir haben den Forschertisch jetzt auf Level 3. Ja. Außerdem haben wir eine Munitionswerkbank errichtet, wo wir unsere eigene Muni herstellen können. Dafür brauchen wir aber rauchloses Pulver. Da wissen wir noch nicht, woher wir das bekommen, beziehungsweise ob wir das selber craften können. Und wenn ja, wie? Das müssen wir noch rausfinden. Aber mit Munition sind wir erstmal gut beseelt. Ja. Sind da eigentlich relativ gut unterwegs. Die geht uns nicht so schnell aus. Gut bewaffnet sind wir mittlerweile auch. Die Bögen haben wir abgelegt. Wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit. Und wir wurden gerade angegriffen, mal wieder an unserer Base. Und selbst die Kameraden sind mittlerweile wirklich gut bewaffnet. Metallsperre. Ja, Metallsperre, nur die Bodentruppen. Aber die Schützen rennen dann schon mit Schrotflinten rum und Reptiergewehre. Ja. Das ist schon ein ganz anderer Schnack. Ne? Genau. Aber wie ihr seht, ich habe meine Dick, ich habe mein Repetiergewehr und ich habe immer noch meine Steinschlosspistole, die man nicht unterschätzen sollte, wenn man nah am Gegner ist. Direkt auf den Kopf zielt, ist der One-Hit tot. Aber dafür muss man erstmal direkt an den Gegner kommen, ohne dass er einen tötet. Oder aber er ist ein Verwerter mit der Axt und man lässt ihn einfach auf sie zurennen. Klappt aber auch nicht immer. Ja. Und so eine Axt ist auf Nahkampf einfach geiler als eine Steinschlosspistole, die nachgeladen werden muss. Das stimmt. Zack. Da sind wir. Maggie, er übertreibt wieder.
Perfekt eingefangen. Gruselig. Ich frage mich gerade, was gruseliger ist. Dieses Skelett oder deine Uniform? Wir können ja mal reingucken, was die hier so Geiles haben. Was ist das? Sehr interessant. Neonfledermäuse. Die finde ich ja. Das ist ja. Ja. Oder hier so ein winkender Kürbisskelett oder so ein trauriger Kürbis. Oder Happy Halloween. Oh, den Geist hier mit der Sense, den finde ich ja auch cool. Verstärkte Strukturen. Was willst du denn haben dafür? Verstärkte Strukturen haben wir doch schon gelernt. Ich kann die nochmal lernen. Und dann? Vielleicht sind das Bessere. Denke nicht. Okay. Ja, ja, dass du den Diamantring dafür haben willst, Fräulein. Das habe ich mir gedacht. Hier, kriegst du einen Wein, damit du nicht so traurig ausschaust. Dann kriegst du Schallplatte 3. Da kannst du dir einen Song zu anhören, dann bist du traurig. Und dabei kannst du schöne Zigarre dir reinkniften. So, ich habe mal das Schild Happy Halloween geholt. Da habe ich echt Bock drauf. Weiß auch nicht warum. So, was hat sie hier Tolles? Marmor, weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. Bauplan Fußbodenplatte. Bauplan Kaliber 50 Munition. Bauplan Farbe, das ist ja das, was du haben wolltest. Bauplan Tapete. Ja. Metalldetektor oder Erzdetektor haben wir tatsächlich. Haben wir bloß nie genutzt. Ich frag mich, ob man dieses taktisches Visier, wie man das anbringt und so. Hast du das gekauft? Nee. Aber habe ich auch gerade überlegt, mir das zu holen. Ja. Da, die nimmt aber gut Sachen dafür, ne? Das ist gar kein Ausdruck. Ich frage mich, ob man das auf die Waffen drauf machen kann. Also auch auf einfach so drauf, weißt du? Ja. Soll ich mal machen? Ich hab's schon. So. Ja. Soll ich mir da auch eins holen? Ist für dich auch eins da? Hier ist noch eins, ja. Ja, dann. Sind noch. Versuch doch mal. Okay, so geht's nicht. Verwenden. Verwenden. Geht's? Ha? Geht's? Nee, ich weiß jetzt nicht wie. Das taktische Visier habe ich jetzt reingezogen. Neben die Sauerstoffflasche. Opa, auf dem Defensivgewehr. Hast du rauf gemacht? Ja. Wie das denn? Einfach auf den Slot neben der Tauchflasche. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hörst du mir nicht zu? Ja. Und dann einfach das Repetiergewehr in die Hand nehmen. Ich glaube, das hast du dann nur auf einer, ja, leider. Kann näher ran, aber so viel näher ist das auch nicht. Naja, ist ja egal. Das war auf jeden Fall was Sinnvolles getauscht. Finde ich. So. Ja, finde ich auch. Verstärkte Strukturen haben wir doch. Vielleicht sind das noch stärkere Strukturen. Nee, das glaube ich kaum. Okay, dann nicht. Lass doch mal gucken. Baupläne. Nichts Nützliches, ne? Verstärkte Strukturen haben wir schon gelernt. Wir haben auch den Militärrucksack. Der ist auch neu. Bei mir wird das nicht angezeigt. Du musst unter Baupläne gehen. Was denn? Also was für Baupläne? Die verkauft hier nichts mit Baupläne. Escape? Na, als würdest du ins Inventar gehen. Dann hast du doch oben Inventar, Bauen, Mission, Baupläne. Ach so, ja. Baupläne? Da findest du an vierter Stelle verstärkte Strukturen.
Richtig? Ja. Ja, also brauchst du diesen Bauplan schon mal nicht mehr, du Flöte. Okay. Okay. Was wollen wir denn stattdessen holen? Ich habe noch einmal Larifari-Parfüm. Noch ein Sensenmann auf jeden Fall. Was brauchen wir? Ein Sensenmann. Brauchen wir unbedingt. Unbedingt. Dein Logo, das brauchen wir sowas von. Ja, das stimmt, das ist mein Logo. Hast du geholt, den Sensenmann? Hab ich. Echt jetzt? Ja. Was hat er dich denn gekostet? 8 Diamantringe oder was? Gar nichts, fast. Ich habe jetzt nur noch nichts mehr im Winter. Boah. Nur noch ein Sippel. Also alles rausgeknallt, du Flöte. Nicht holen, nicht. Wir haben schon Sensenmann. Ja, weiß ich. Der ist geil. Merk grad, dass ich sogar verwirrt und verdurstet bin. Das bin ich auch. Wir haben aber nichts. Also ich nicht. Schmutz. Gut, dann schnell zurück. Okay. Ja. Was denn? Ich glaube, mein Boot ist stuck. Jetzt nicht mehr. Sailo. Wo müssen wir noch rein? Da, ja, merkt. Oh Mann, in diesem Freizeitpark müssen wir auch noch mal. Ja, Kinders, also wir haben erstmal ein bisschen Dekoration geholt wegen Halloween. Steht ja vor der Tür. Das wird super. Der High Hunter hat sich schön so ein Skelett-Harry geholt. Ich habe noch mal so eine Neon-Fledermaus geholt, weil. Welcome to the Batcave. Ja. Und ein Happy Halloween. Ja. Brauchen wir. Brauchen wir. Also, beziehungsweise brauchen wir den Platz. In unserer Base. Taktisches Visier ist bestimmt auch vom Vorteil. Und alles andere war jetzt Spielkram zugegeben. Aber egal. Egal. Jeder von uns hat jetzt ein taktisches Visier, ein Repetiergewehr. Und dann können wir auch das nächste Mal hier schön hier diese Bohrinsel, diese Waterworld Flussgeschichte hier, die wir gerade rechts auf Steuerbordseite vorne an der Back taucht sie aus dem Nebel auf, angehen und dann werden wir die auch mal klären. Aber zuerst müssen wir erstmal lebend ankommen, nicht verhungern, nicht verdursten. Ja. Ich habe gerade meine letzte Limo getauscht gegen so eine Neonfledermaus. Und dann müssen wir tatsächlich nochmal zum Parkhaus und da den restlichen Crap holen. Ja. Weil da haben wir echt viel liegen lassen. An der Base haben wir auch weitergearbeitet. Wir haben jetzt auch die Balustrade obenrum einmal fertig und können da oben einmal lang rennen. Außerdem habe ich den High Hunter eine kleine schwarze Katze auf die Treppe gestellt. Hm? Ja. Lebst du noch oder bist du schon tot? Nee, ich lebe noch. Achso. Da hinten sieht man schon Thors Hammer aus dem Wasser steigen. Also vom Weiten sieht es auf jeden Fall aus wie Thors Hammer. Also für mich sieht es aus wie Thors Hammer. Ich will jetzt auch nichts anderes hören. Okay. So. Es wird. Ich bin hungrig, ich bin durstig, Hunger, Pipi, kalt. Sind wir bald da? Ich bin müde. Papapap. Gleich mal gucken. Ich habe 2 Fischsuppen Kredenz, die sind da in der Nahrungsmittelkiste. Aber vielleicht schaffen wir das auch ohne die zu nutzen, denn diese Fischgeschichten-Dinger bringen auch Boni auf Tauchen und andere lustigen Geschichten. Und da will ich die nicht so gerne verbraten. So. Ja. Toll. Bin extra nah rangefahren, damit ich hier nicht ins Wasser hüpfen muss. Und was passiert? Ich muss ins Wasser hüpfen. Supidubi. Wo kommt denn diese Statue her? Hast du die hier raufgestellt? Den kann ich noch essen? Ja.
aber ich... So. Leider kommst du sehr abgehackt rüber. Naja. Warten wir mal auf den High Hunter. Gut, Kenners. Wir warten mal auf die Ankunft von ihnen und dann planen wir mal alles weitere. Ja, der High Hunter hat es dann auch geschafft zurück. In der Zwischenzeit habe ich noch einen kleinen Angriff abgewehrt. Alleine, weil ich ja jämmerlich alleine gelassen wurde. Oh, die Sonne geht unter. Habe jetzt tatsächlich wieder nur meine Piratenpistole hier mit Nachstopfen und Co. Munition ist dann wirklich sowas von zur Neige gegangen jetzt. Zumindest für die coolen Kniften, wie Repetiergewehr und so. Obwohl, da habe ich noch ein paar gefunden. So blank sind wir auch nicht unterwegs. Wir haben an der Base noch ein bisschen weiter gebastelt. Was heißt ein bisschen? Also richtig gut. Oh. Der High Hunter hat einen kleinen Lagerraum errichtet. Dann hat er eine Atemluft-Befüllstation gebaut. Atemluftflaschen gebaut, damit wir mal tauchen können. Was haben wir noch alles gemacht? Die dritte Etage angefangen. Ja. Unsere Halloween-Geschichten haben wir platziert. Da ist das Parkhaus, okay. Und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal zum Parkhaus, um weiteren Crap da abzuholen. Ja. Weil wir brauchen auch noch Metallschrott mal wieder ohne Ende. Und ich glaube, diese Brücke, das ist das nächste, was wir einnehmen hier. Ja. Die darfen hier hoch. Also ernsthaft, das nervt mich, dass das da rechts rot aufblinkt, wenn ich dann vorbeifahre, ja? Ja. Das geht so nicht. Das geht nicht. Muss wie der Ente leuchten. Yep. Alles muss weiß sein. Also auf der Karte, Freunde. Versteht mich nicht falsch. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nochmal schön zu unserer letzten Insel, die wir geklärt haben. Dieses Spiel ist übrigens bis zu 4 Spieler möglich. Ich bin aber davon überzeugt, je mehr Spieler, desto größer die Horde. Ja. Aber die Inseln, so wie das Parkhaus, ist schon eine große Insel an und für sich. Beziehungsweise eine mittlere Insel mit großem Gebäude und viel Loot, sagen wir es so. Ja. Und wenn man das zu zwei abluten will, wenn man das zu zweit abluten will, ein altes Segelboot hat und ein Tretboot, das dauert richtig. Da den ganzen Kram runterzufahren, alles was man braucht. Also, ich glaube, mit 4 Mann wäre das auch cooler. 2 können immer schön auf Raubzug gehen und 2 bleiben an der Base, die ja doch ziemlich häufig überfallen wird. Und Death die Base. Man kann es auch als Singleplayer spielen, das Ding hier. Habe ich ja mit angefangen. Das ist aber nicht so cool. Ja, man unterhält sich irgendwann mit sich selbst, ne? So. Selbst die Kisten, die ich da vor 80 Stunden rausgeschmissen habe, Buschsamen und so, schwimmen da immer noch im Wasser. Selbst das, die spawnt nicht. Naja, man hat es ja an unseren Sachen gesehen, die da immer noch rumlagen. So, irgendwie haben wir
ja, weiß ich nicht, beherrschen wie die Kunst des ins Nacht ankommen oder so. Ja. Es ist immer dunkel. Immer. Stimmt ja auch. Die meisten Sachen haben wir aber gelootet, ne? Mhm. Oh, hier sind noch Autos und so, ne? Ja, das eine Auto kann man aber nicht mitnehmen, leider. Ja, weil die olle Flagge draufsteht. Ja. Aber bei den Zelten lag noch ein bisschen Loot. Was mit kann? Ja. Da, wo deine Polizeiweste und so lag. Hast nicht gefunden, ne? Waffenteile, Gewehrpatronen, Schrotpatronen. Gewehrpatronen ist gut. Ich sagte ja gerade, dass ich alle bin. Was haben wir hier drin? Oh, lecker. Ein Pudding. Auch weg. Das können wir auseinanderklabüstern. Ja, ist okay. Ich glaube, ja, ich glaube, oben war ja auch dieses Pulver, also dieses Pulver ohne Schießpulver oder wie das hieß. Digi, hier liegt noch ein Grammophon. Da liegt alles. Und du sagst, wir sind hier durch mit Loot oder was? Ich habe gesagt unten. Was habe ich gesagt? So, Tischuhr, Happy Oak. Ich glaube, hier oben sind wir dann durch. Wir liegen doch noch Sachen überall, oder? Na, die Tischuhr und sowas habe ich gerade eingesammelt. Okay. Parfüm, Telefon und so ein Blödsinn, was da lag, auch. Die Zelte können wir nicht abbauen. Leider. Ich denke mal. Wir haben wirklich alles. Irgendwann hier. Ist jetzt wirklich. Ah, hier ist noch. Hier ist noch was. Hier kannst du das mal nehmen. Hab alles genug. Gut. Auch Benzin und so alles haben wir. Ja. Oder wir sehen ein paar Sachen halt nicht, weil es dunkel ist. Ja, wird ja schon wieder hell. Ja, ein bisschen. Zack. Ich glaube wirklich, wir haben alles. Naja, alles ist auch übertrieben, denn draußen stehen noch so viele Autos. Ja. Der LKW ist hier sogar noch. LKWs geben auch viel. So, was ist mein, was ist sein? Er liegt wieder hier. Ich laufe wie immer an der falschen Ecke raus. Na gut. Geronimo! Dann werden wir jetzt schön frei, oder, Kinders? Schön frei gemacht. Zwei gebrassene Braten mitgenommen. Oh, eine schöne Tischuhr, du. Ein Grammophon. Was? Du hast gerade gesagt, zwei gebrassene Braten. Ja, zwei gebrassene Braten. Die sind richtig heißt lecker. Nicht, heißt das nicht eher zwei gebackene Brassen? Nee, zwei gebratene Brassen. Du hast gebrassene Brassen gesagt. Gebrassen, was denn? Habe ich jetzt gebrassene gebraten gesagt? Oder? Jetzt musst du dich aber entscheiden. Gebrassene oder ja, ja, gebraten. Und schon, so, tipp, nimm mal einen Fussel aus dem Mund, Keule. Nee, so. Das war wirklich anderes gesagt. Seh du mal lieber zu, dass du die Autos abfarmst hier. Hab ich. Alle. Ich habe meine Spitzhacke vergessen. Den hast du vergessen? Meine Spitzhacke. Für? Die Erze. Sag nicht, hier sind Erze und du hast die Spitzhacke nicht mit, du Pflaume. So ist es aber. Oh Mann.
Ja, naja. Wie gut, dass ich ja hier bin. Und deine Spitzhacke auch nicht hast. Er schlägt mich. Hier so ein Auto. Okay. Das ist nix. Kuppa. Mit Kuppa stellt man, glaube ich, Munition her, ne? War das so? Ja. Kupperbahn und rauchloses Pulver oder sowas. Ja, so hieß das genau. War hier noch irgendwo was? Glaub nicht. Nur die Autos und die ganzen Bäume. Erz meine ich. So. Aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen. Die Flagge steht aber noch, ne? Ja. Auch wenn du das Auto abbaust. Ach, du hast echt das Auto abgefahren. Ja, na klar. War das mit Absicht oder unbewusst? Das war mit Absicht. Also was? Ach, egal. Weil ich Nee, gucken egal. wollte, ob die Flagge stehen bleibt oder nicht. Wäre ja jetzt auch nicht so ein Drama gewesen, die Flagge nachzubauen. Richtig? Ja, dafür braucht man Stoff und Holz. Und beides haben wir hier in Überfluss. So. Gut, Kinders, ich schaue mal noch, ob wir hier. Oh, noch mehr Ärzte. Meine Güte. Das ist aber eine große Erzader gewesen. Kann man den Zaun abbauen? Nein, schade. Haben Gut. wir Wir clearen das Ding jetzt. Und dann gehen wir die Brücke an, Kinders. Versprochen. Joho. Wir sind ready. Und nun geht das los. Na klar, die Sonne geht unter. Ist ganz wichtig. Wir greifen ja grundsätzlich nur an, wenn es dunkel ist. Ja. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht die olle Brücke geklärt kriegen. Das nervt mich nämlich tierisch, dass da immer diese ekelhafte Musik kommt und oben rechts dann so, die Plünderer, Tja, da haben sie noch nie Bekanntschaft gemacht mit der Black Earl Ja. und der Amos Lidl Corporation und dessen Clear-Kommando. Jawohl. Denn wir sind ja nicht nur unterwegs, um Lidl-Filialen zu eröffnen, sondern auch Und bezahlte andere Söldner. Filialen. Was? Ja. Sondern wir müssen andere Filialen ausschalten. Ja. Und wir sind der Meinung, dass auf dieser Brücke Geheimdienstinformationen der CIA, so ähnlich wie damals im Kuwait-Krieg, haben uns zugespielt, dass dort eine Penny-Filiale sein soll. Und das geht gar nicht. Geht nicht. Nein. Nein. Konkurrenz für. Unmöglich. Nein. 50 Jahre Lidl muss weiter bestehen. Ja. Lidl braucht Platz zum. Um sich. Braucht Entfalten. Platz. Braucht Platz. So, fertig. Ja. Alles andere könnte falsch rüberkommen. Das stimmt. Wir wollen mal schauen, ob wir die. Hast du die das letzte Mal vom Boot anhitten können? Ja, ein. Zweimal, glaube ich. Dann fangen wir erstmal mit dem Seekrieg an. Taktisch, natürlich. Wie die Ja. Navy SEALs auf dem Holzboot mit Sockensegel. Und werden dann in Nahkampf übergehen. Schrotflinte haben wir leider nicht. Nee. Oder hast du? Nö. Nee, leider nicht.
Sklavenhändler. Aber ja, die müssen, wir müssen die Sklaven befreien. Da ich steht übrigens ein Hubschrapp. Ja, ich frag mich aber nur, wie wir hier hochkommen. Da hinten. Ich bin abgeknallt. Aha. Die machen anders Schaden. Yep. Danke, dass du runterschmeißt. Okay, bin auch da. Ballern uns jetzt schon ab. Was für Assis. Dürfen sie nicht. Obwohl, ich glaube, ich will mal so viel geliehen heute. Ich nehme die. Hä? Was denn? Wir kommen da nicht hoch. Klar. Ich glaube, wir müssen unser Boot ein bisschen daran machen. Schubst mal da in die Richtung. Damit es ein bisschen dagegen kommt. Das ist da echt nicht hoch? Frech. Schubst du oder? Ja, mache ich. Das Coole ist, mit der Armbrust können wir auch im Wasser, genau wie mit dem Bogen. Nicht schießen. Doch, klar. Nee, doch. Steht, kann ich unter Wasser verwendet werden. Unter Wasser, aber wenn ich über Wasser bin, sehr wohl. Ja, das geht ja auch mit den normalen Waffen. Bist du down? Nein, ich bin oben. Aber bald. Hoffentlich nicht. Ich will einen geheimen Eingang finden. Ich bin oben. Hab einen weg. Da kommt einer von links. Der ist gerade die Treppen runtergerannt. Okay, danke für die Information. Wir sind nicht Geheimagenten, ey. Wir können hier unter durch. Mhm. Wir merken uns nicht. Ja. Ich werde abgeknallt. Weil sie uns nicht bemerken, oder? Klar. Ich sehe ihn nicht. Du bist down? Nee, ich habe ihn gekillt. Okay. Er war hier direkt über uns. Achtung. Ich seh's. Tot. Das ist ein Schrot. Ja, bitte mir nicht in den Kopf schießen. Verblute. Schmutz. Da kommt er. Ist keine Bandagen mit? Nee, ich glaube nicht. Gar keine. Er klärt uns von hier ab. Gar nicht gut. Ich habe ihn gesehen eben. Hab ihn einmal gehittet mit dem Repetiergewehr. Down. Ja, ist down. Hm. Ich bin eine Etage weiter oben. Das ist so ein richtiger Rusher. Da ist jemand unter uns. Ich mache ihn weg gleich. Nachladen. So. Schmutz. Ja. Eine Kiste. Ah, nein! Schmutz. Bist du down? Ja. Da ist jemand mir mit einer Machete hinterhergelaufen und das habe ich nicht bemerkt. Aber ich habe ja eine Tauchflolle. Flosse. Tauchflolle? Keine Ahnung. Ich bin auch, glaube ich, nicht so weit weg. Ziemlich weit weg. Keine Muni mehr. Schmutz. Das haben wir auch mit. No rush, no fun, oder was? Ja. So ist es. Ich sehe die Insel aber jetzt schon. Die Blücke. Pass auf, dass du nicht stirbst. Hm.
Oder verblutest du auch schon? Nee, aber mein Beruf verbietet es mir einfach zu rushen. Okay. Kommt dann auch. Na. Oh, zeig her dein Köpfchen. Geht dieses Spiel wieder los? Steht da wieder irgendwo hinter oder was? Das ist ja niemand. Das Hammerhaie 2. Direkt unter der Brücke. Schüsse, jemand schießt auf mich. Eigentlich schieß ich. So gut. Mit der Schießpulver oder was? Nee, ein Repetiergewehr. So, ja, da warst es doch du. Wo bist du? Schießt auf mich hin. Komm unter der Brücke lang. Ich sehe deinen Arm. Ah, schau, oben und auf der Treppe ist einer. Also über mir. Leider niemanden. Ich komme mal zu dir. Oder ich gucke erstmal, was hier in der Kiste ist. Hoffentlich was Gutes. Oh, wieder kaputte Sachen. Ey. Ich glaube, den Heli kann man gar nicht lieben, oder? Stimmt nicht. Ich sehe ihn auch. Schmutz. Kein Schuss mehr. Meine Güte. Was? Schwer zu treffen, glaube ich. Nein, der ist in dem Moment. Merkt's. Ich sehe ihn. Auch gut. Abgetaucht. Ich glaube, du hast ihn. Da ist noch einer. Hab ihn gesehen. Nicht getroffen. Fuck. Zwei sind da noch. Auch kein Bock jetzt die Muni einfach so zu verschwenden. Ich glaube, die Leiche von dem einen ist respawned. Erstmal Bauplan lernen. Ja, Kinders, das hier ist natürlich ein bisschen mehr Action. Ja. Weil das alles auch ein bisschen verwinkelt ist hier. Das stimmt. Leider. Ich glaube, die sehen mich. Hier ist einer bei mir. Ist tot. Mit der Armbrust. One shot. Mist. Chill steps. Ja, das bin ich hinter dir. So. Über uns ist einer. Mit einem Schädelbrecher. Oder wie auch immer. Ah, Muni gefunden. Gut. Der ist direkt über uns. Der hat aber nur eine Nahkampfwaffe. Ich gehe mal auf Knife wieder. Bin oben. Fuck doch nicht. Jetzt. Ich glaube, der ist der, der mich gekillt hat. Aber meine Sachen. Hier ist wieder safe. Gott, ist das schlecht, da hochzukommen. Na gut, ich nehme einen anderen Weg. Hier ist richtig geile Sachen. Handschuhe.
kaputter Motor dort hin. Ekelhafter Macher. Ich habe Tauchflossenbauplan erlernt. Tauchflossenbauplan? Tauchflossen können wir doch schon, oder? Nee, so richtige. Also so auch die Farbe haben, so wie auch im Schwimmbad man immer welche sieht. Bin oben. Ah, eine kaputte Diegel. Ah, fast tot. Pass auf. Timmer. Kevin. Mutz. Pass auf. Hier ist locker noch irgendwo einer. Ich hätte alles repartieren und Munition und alles. Fernglas. Ich habe mein Lieblingskleidungsstück gefunden. Ich habe einen Sock. Guck mal. Weiß mit roten Punkten. Ich weiß nicht. Oh Gott, hau ab, Mann. Das auch. Wo ist noch der letzte? Einer muss noch da sein. Das stimmt, wahrscheinlich. Der Typ mit der Axt oder was das für Ding war. Nicht so viel zu tun. Ist das doch immer. Die Mucke wird bei mir lauter. So unter der Base? Nee, unten ist er auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo er ist, der Knabe. Ich auch nicht. Vielleicht ist er ins Wasser gefallen? Kann aber gar nicht sein, glaube ich. Tja. Ich bin jetzt komplett oben auf dem Dach. Wahrscheinlich backt er auch wieder irgendwo. Wahrscheinlich. Jetzt geht das wieder los, ey. Roter Stern, Roter Stern Belgrad hier oder was? Bist du das da oben auf dem Dach? Gut, ja, bin ich. Aber den Helikopter kann man nicht looten, oder? Nee. Schon mal versucht eine Flagge zu setzen? Ja, habe ich. Und ging nicht? Nee. Kann nicht auf feindlichem Gebiet bauen. Und außerdem hätte ich eh nicht genug, leider. Ich gucke jetzt unter und denkst, es wäre jetzt egal. Tja, irgendwie. Jetzt greift mich die zwei Hammerhaie an. Haben sie? Ja, die greifen mich gerade an. Oh, ich habe mich noch gesettet. Ich werde zu Hackfleisch geworden. Ich mich erschrocken. Nur mal alles durchchecken. Der ist nicht unter der Base, Mann. Habe ich ja gerade geguckt.
der ist hier. Gott verdamme. Scheiß Knifte. Ich habe ihn nicht gesehen. Nee, der ist hier. Genau da links rein. Hier links rein. Da hinten im Raum. Down. Er ist tot. War das Sau, ey. Ja, Mann. Dann. Stecken sich immer. Energietrink. Pudding oder was ist das? Schokoriegel. Meine Güte. Zu wenig Platz habe ich. Leder. Boah. Das. Jetzt wart ihr mal live dabei. Das ist wirklich. Wer? Krieg. Und wenn ihr da keine vernünftigen Waffen habt. Seid ihr tot. Seid ihr tot. Ja, und dann ist das wie Katz und Maus. Dann findet man den letzten beknackten Macker. Also. Aber. Auch. Die Brücke. Haben wir gecleared und gesaved. Einziges Problem ist, ich habe nicht genug Sachen. Wir haben kein Holz, um die Flagge zu basteln. Obwohl Holz sollte hier genügend sein. Bist du gerade aufs Boot gehüpft? Nee. War so. Kann doch nicht sein, dass das so schaukelt. Ohne Grund, Alter. Anscheinend. So. Da waren bestimmt irgendwo Möbelstücke. Mit diesen Möbelstücken können wir Holz craften, indem wir die Möbelstücke auseinanderballern. Hier zum Beispiel. Das war? Na, für die Flagge. Haben wir doch. Was? Steht doch oben rechts schon. Hast du mir eben nicht gesagt, du hast keine Zutaten dafür? Hatte ich auch nicht. Dann habe ich ein paar Sachen abgebaut und dann habe ich es. Ja. Voll. So, jetzt geht das Spiel von vorne los. Jetzt müssen wir erstmal diese Base clearen. Nicht so leicht. Naja. Ist nicht so wie das Parkhaus. Das fand ich schlimmer. Das stimmt. War es ja auch. Und das, die Kiste ist jetzt fast voll. Ich hatte einfach zu viele Sachen dabei. Eine chemische Substanz kriege ich nur, ne? Ist gut, die brauchen wir auch. Ich habe was Geiles gefunden. Ja? Ich habe eine taktisches Hemd, Sand. Also vom Militär. Das finde ich krass. Na. So, Kinders. Auch hier geht das gleiche Spiel wie immer. Wir safen die Beute. Wir clearen die Insel. Und dann sehen wir uns bei der Base. Ja. Bis gleich. Gleich.
Yo! Rock on, Baby! Da ist sie, die Neon-Gitarre und die krasse Katze. Und das Paddelboot von No Game No Life. Wir sind zurück zur Base. Man sieht es vielleicht auch schon ein wenig. Die zweite Etage hat Formen angenommen. Wir haben unsere Gummientchen verteilt, an jeden Pfeiler eine. So viele hatten wir? Ja. Kommen da noch mehr zu, werden da, also das wird toll. Der Geist, ja, fährt Fahrrad, sagte No Game No Life. Man kann das auch in einem anderen Kontext sehen. Die Zunge geht raus, die Augen sehen ein wenig verwöhnt aus und er wippt nach vorne und hinten. Könnte ein weiblicher Geist sein. So. Okay. Dann haben wir hier die Atemluftgeschichte, womit wir unsere Sauerstoffflaschen wieder auffüllen können. Ich musste das bis jetzt nicht einmal machen. No Game schon zweimal. Unsere kleine lustige Ecke mit dem Grammophon, dem zweiten, der Laterne, Kürbiskern und diesem Kürbiskern. Kürbiskopf und Flugzeugviech. Da haben wir die Reparaturgeschichte. Wenn da unsere Ausrüstung ein wenig putty ist, einfach F drücken, wie so ein Beknackter. Das Ding wird repariert, kostet gar nichts. Sehr gut. Munitionswerkbank hat er gebastelt. Für rauchloses Pulver brauchen wir halt die chemische Substanz. Mit dieser chemischen Substanz können wir dann dieses rauchlose Pulver herstellen, um dann die verschiedenen Sorten von Munition herzustellen. Und dann bekommen wir Besuch. Von hinten. Ein letztes Mal. 6 Uhr. Sag mich von, ob die irgendwann vom Meer sein können. Hunde wollt ewig leben. Unten, glaube ich. Und auf welcher Fenster und auf welcher Zugricht. Aber die auch. Deswegen haben wir die Balustraden gebaut hier. Digga, dann habe ich 2 im Kopf genagelt und der Penner überlebt das oder was? Ja, klar. Einer, glaube ich, die Base auch nicht sehe. Kopf. Beendung, finde ich. Ich höre eine Frau. Weg. Schießt du die Base? Es geht die Treppe hoch, glaube ich. Die werde ich jetzt anschauen. Ich habe gar keinen Bock auf die. Können wir schön so beenden. Ist unten und haut die Mauer und weg. Hab sie weg. Das war's. Das war wieder Krieg. War wirklich eine Frau, ey. Das war mal wieder Krieg, Kenners. Ja. Aber dennoch erledigt. Ja. Gut, wir werden mal die Sauerei beseitigen hier, die Leichen verscharen, dass keiner mitkriegt, dass sie da waren. Die hat ja mal gar nichts. Geronimo! Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ja. Vergesst die brutalen Bilder, die ihr heute gesehen habt. Sonst könnt ihr nicht gut schlafen.
Gut, ich hole noch mal tief Luft, bevor ich hier absauf. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn die Klamotten wieder trocken sind, die Base geklärt, keine Leichen mehr im Wasser rumtreiben. Ja. Ja, und wir die nächste Insel angehen. Denn jetzt sind wir voll im Drive, voll im Flow, oder? Ja. So ist es. Macht es gut. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.